Hallo meine Freunde der Mitternacht und herzlich willkommen zum ersten richtigen Video der Griefer Games Holidays. Gestern habe ich schon den Eröffnungsstream gestartet und es gab schon das Ankündigungsvideo, das heißt, es ist Nummer 3 in der Serie der Griefer Games Holidays und heute habe ich ein richtig cooles Thema am Start. Denn wie schon angesprochen, haben wir gestern Abend gestreamt und sind da auf ein GS auf City Build 5 gestoßen, was einfach nur richtig cool ist. Allerdings bin ich jetzt gerade relativ früh online und ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Wir werden das jetzt zusammen austesten und zwar gehe ich zu /phbot. Und wir landen hier auf einem GS, wo jetzt schon hier zwei Leute sind. Und ja, wir können jetzt hier runtergehen. Und ihr seht schon, da oben steht der Spieler Griefer Games Bot. Und wenn wir jetzt hier reingehen, dann wird automatisch hier hinter uns die Tür zugehen. Und wir sehen hier Preise. Und zwar ein Beacon $1000, eine Barriere 1600, ein Drachenei 1500. Und ja, das sind auch die Preise, die wir hier kaufen können. Und zwar, wenn wir jetzt an den, wie hier steht, du willst raus, /phferdi, also das ist auch wirklich fair, man kann auch einfach wieder rausgehen. Oder wir machen hier Pay Griefer Games Bot und den Betrag. Und wenn wir das jetzt mal machen, /pay Griefer Games Bot und dann sage ich mal 1000 für einen Beacon, Leute, komm, müssen wir kurz warten und hier ist der Beacon. Und wir bekommen ihn und haben jetzt für 1000 einen Beacon gekauft. Wir können das Ganze auch mal austesten mit einem Drachenei. Wenn wir jetzt 1500 zahlen, müsste theoretisch jetzt hier das Drachenei kommen und wir können es aufnehmen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Barriere für 1600, Leute. Das habe ich selber noch nicht ausgetestet. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Wie fair ist das einfach? Er schreibt einem dann, dieses Item habe ich derzeit nicht. Dein Geld erhältst du zurück. Und wir geben ihm die 1600 und er gibt uns einfach 1600 zurück. Leute, wie krass ist einfach dieses Grundstück? Ich meine, wie baut man sowas? Der steht hier AFK sozusagen drin. Und man kann sich einfach, sag ich mal, Eisendier, Emerald, $2, Gold, lol. Das habe ich nicht gecheckt, dass es auch andere Items gibt. Das funktioniert ja auch. Also wir kriegen halt auch wirklich unser Geld zurück. Ich wollte jetzt mal austesten, was passiert, wenn wir /pay Griefer Games Bot, wenn wir mal $20 zahlen. Und dann schreibt er, bitte zahle einen für den aufgelisteten Betrag dein Geld. Du erhältst es zurück. Und wir haben es wirklich zurückgehalten, Leute. Wir können ja nochmal einen Beacon kaufen, dass ich euch nochmal zeigen kann, dass es auch wirklich funktioniert. Wir kaufen nochmal einen Beacon für $1000 ein. Da ist er. Wie nice ist das einfach gemacht, Leute. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch relativ viel Geld damit verdienen, aber es ist halt trotzdem einfach cool, weil ein Beacon für $1000 ist trotzdem relativ günstig. Und ich wollte einfach euch mal das coole GS zeigen. Einfach /phbot auf CityBuild 5, Leute. Wenn ihr es kanntet, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's. Erste Video von der Hashtag Griefer Games Holiday Challenge. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Ihr könnt natürlich auch ein Abo dalassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten war es das von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao.